Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sunless Sea. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gerade aus Port Cecil ausgelaufen, nachdem wir etwas vergeblich versucht haben, unsere Schachfähigkeiten zu verbessern. Ja, und jetzt liegt wieder eine ganze Menge Reise vor uns, auf der wir nur Treibstoff und Vorräte verbrennen werden. Aber unterm Strich lohnt sich das natürlich trotzdem. Nebel. Kurs passt gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir mit unserer Reise weiterkommen. Vorräte müssten ausreichen. Treibstoff haben wir auch genug. Nur mit dem Terror müssen wir vorsichtig sein, da haben wir ja schon unsere Erfahrungen. Diesmal kein Glücksspiel. Es nicht darauf ankommen lassen. Jetzt 11 Treibstoff verbraucht. Hier können wir natürlich auch noch mal Nahrung einkaufen, wenn wir das wollen. Aber das sollte eigentlich nicht notwendig sein. Wir werden hier nicht weiter anhalten. Einzukaufen gibt es hier auch nichts.
entweder kommt jetzt diese Zwischensequenz mit dem Magier. Ich wäre aber fast versucht, hier einfach so auszuruhen. Um unseren Terror etwas runterzuschrauben. Denn ich glaube, das reduziert unseren Terror nicht. Kaufen wir hier auf jeden Fall ein Judgment's Egg für 10 extrem. Bleiben uns immer noch 4 Geheimnisse. Vorräte für 30 ist ein ziemlich happiger Preis, den kriegen wir gleich billiger. Treibstoff ist hier allerdings auch nicht allzu günstig. Stocken wir mal ein bisschen auf. Wir haben ja reichlich. Die können wir bestimmt noch brauchen. Dass wir terrorseitig ein bisschen vorsichtiger fahren. Die zusätzliche Geschwindigkeit hilft zwar, aber trotzdem, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sonst schmeißen die uns wieder von unserem schönen Schiffchen runter. Wir haben viel Geld dafür auf den Tisch gelegt. Ich würde es eigentlich nur ungerne wieder versauen. So, dann ein Hafenreport. Für den Tiefenkönig eine Kiste voll Sonnenlicht. Dann 9 Vorräte. Das hat uns auf jeden Fall vorangebracht. Dann warten wir einfach nochmal, bis wir nochmal auffüllen können. Nur die Lampe einzusetzen für den Terror sollte eigentlich nicht zu viel Treibstoff verbrauchen. So, nochmal 10 Vorräte. Puh.
klar. Das war jetzt so nicht gedacht. Und hoppla, ich habe auch mal wieder den Timer vergessen, aber eine 40-Minuten-Folge macht ja für euch keinen Unterschied, denke ich mal. So. Und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch ein bisschen weiter hochgetrieben bekommen. Weil Treibstoff haben wir noch reichlich. Und Geduld haben wir ja auch. Aber wir haben reichlich Abnehmer für Nahrungsmittel. Vor allem unsere eigene Mannschaft, aber auch andere Abnehmer, die noch... uns sehr günstig, sehr wertvolle Waren dafür aufs Auge drücken. Und Geld können wir ja momentan wirklich gut gebrauchen. Also bisher haben wir dafür nicht einen einzigen Treibstoff verbrannt, sondern einfach nur das Ganze hier bisher ausgesessen. Zack. Wieder. Ja gut, wir haben ein Mannschaftsmitglied verloren. Zwei. Hm. 15 reichen, um das Schiff noch mit voller Kraft zu fahren. Wir haben jetzt 19. Einmal machen wir es noch. Aber nur das eine Mal. Und dann fahren wir auf jeden Fall weiter, versprochen. Das hat weniger was mit Gier zu tun, sondern eher mit praktischem Denken. Und solange wir unseren Terror nicht erhöhen und verhungern, erhöht auch den Terror. Nur um das mal erwähnt zu haben. Gut, ist jetzt quasi ein bisschen grinden, wenn man drüber nachdenkt, nur ohne sich zu bewegen. Aber nochmal 9 Vorräte, jetzt haben wir 37 insgesamt, davon können wir also mal locker 15 oder so weggeben. So, von hier aus fahren wir nach Polythream rüber, holen uns Golems. Quatsch, was mache ich denn? Total falsch auf die Karte geguckt. Entschuldigung, mein Fehler. Wir fahren natürlich erstmal runter nach Saviour's Rocks und dann nach Polythream. Nee, das war mein blöder Fehler. Das hätte ich so sehen müssen. Noch geht es. Terror 40 ist in einem erträglichen Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Der ist eine Nummer zu groß für uns. Mit dem legen wir uns mal nicht an. So.
noch eines Tages. Da haben wir den Dreadnought, das schwere Schlachtschiff. Dann können wir uns anlegen mit wem immer wir wollen und dann verlieren. Aber wir könnten. So. Dann holen wir uns hier auch einen Hafenreport. Eine Lieferung Anhänger. Nur Anhänger. Das gefällt mir wirklich. Das finde ich sehr amüsant. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und wenn doch, können wir ja zu überhöhten Preisen woanders einkaufen. Da haben wir jetzt insgesamt, glaube ich, 8. Das sind 400 Echo. Und wir kriegen ja gleich nochmal als Belohnung jede Menge Zeug. So. Von hier, dann hier. Genau. Imperium der Hände, Kilonat. Wobei ich an sich keine Lust hätte, ins Kilonat runterzufahren, aber die strategischen Informationen sind natürlich auch wieder Geld wert, und zwar nicht gerade wenig. Und es lohnt sich für uns natürlich überaus, die mitzunehmen. So. Hafenreport. Eine Ladung Tonmänner. Gibt es hier noch irgendwas? Könnten wir verkaufen, machen wir aber selbstverständlich nicht. So. Tempo 42, aber wir fahren ja gleich zum Mangroven-College runter, da verlieren wir nochmal 10 Terror. Dann sind wir hier für den Wein. Also erstmal den Hafenreport natürlich wie immer. Bekommen wir 150 Echo. Naja, es ist keine immense Gewinnspanne, aber es ist ein Gewinn. Also bis jetzt kommen wir mit dem Schiff gut klar. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns in Zukunft auch mal aus dem Fenster hängen können damit, aber
So im Großen und Ganzen. Fröhliche Musik. Das sollte doch unsere Mannschaft aufheitern, aber ich glaube, wir sind die Einzigen, die diese Musik in unseren Köpfen hören und davon der Mannschaft zu erzählen, wäre vielleicht dann doch nicht so klug. Wir könnten uns für etwas merkwürdig halten. Passagier nehmen wir mit für Port Cecil, gerne. Dann Terror reduzieren. Sind wir bei 35, das ist auch schon wieder den Hafenreport. Und wir kriegen noch Vorräte mit dazu, das ist auch sehr nett. Gut. Einzukaufen gibt es hier nichts. Dann. Sehen wir mal zu, dass wir langsam die Heimreise antreten wieder, nachdem wir diesen letzten Schlenker gefahren sind. Wobei, Visage könnte man natürlich trotzdem noch besuchen. Vorräte brauchen wir also erstmal weiter keine. Dann. Jetzt haben wir hier einmal die Leute an die Küste lassen. Notfalltreibstoff braucht man nicht. Unsere Seele behalten wir mal schön. Was möchten sie? 5 Vorräte möchten sie haben. Eigentlich. Oder Treibstoff? Nee. Machen wir nicht. Hunger, 5 Terror dazu gewonnen. Ich weiß nicht, ob sich das so gelohnt hat. Ein Artefakt gefunden. So, zum Kind.
Kilonat müssen wir hier runter. Okay, dann versuchen wir so viel Küste auf dem Weg mitzunehmen wie möglich. Drehen aber auch am Rad heute. Aber was soll's. So. Ja, eine Jagdtrophäe brauchen wir dafür. 3 Seestories, eine Jagdtrophäe verloren. Eine und. Naja. Ein Hafenreport. Ist das? Genau, sie lassen wir hier mal. Hab auch kein Glück, aber wir haben unsere Jagdtrophäe wieder bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Nee. Gut. Von hier aus zum Tiefenkönig rüber. So, wir haben 10 Treibstoff extra mitbekommen und wir müssen wahrscheinlich trotzdem nochmal nachtanken. Das können wir uns eigentlich merken. Das heißt, wir brauchen für die Runde wahrscheinlich 40 bis 50 Treibstoff, wenn wir gleichzeitig unseren Terror noch managen wollen. Toll, und das Vieh wollen wir ganz bestimmt nicht auf uns aufmerksam machen. Das letzte Mal, als wir das hatten, haben wir ziemlich heftige Schäden davon getragen. Vielleicht ist er ja so nett und schenkt uns 5 Treibstoff. Das wäre mal wieder eine sehr tolle Geschichte, aber darauf verlassen können wir uns halt nicht. So. Dann gehen wir den Mann mal besuchen. Eine Kiste Sonnenlicht. Mit äußerster Vorsicht. Der Kammerherr des Tiefenkönigs nimmt ein paar Tintenfischlederhandschuhe und nimmt dir die Kiste ab. Er geht nicht zum Tiefenkönig, er nimmt sie direkt
mit und verlässt damit den Thronsaal durch eine Seitentür. Zufriedenstellend, sagt der Tiefenkönig schnell. Hier ist eine Bezahlung. Es sind optische Techniken auf See verloren gegangen, aber du wirst sie jetzt lernen. Spiegel, ein Geheimnis. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann. Fünf Terror und fünf Vorräte. Das war nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Müssen wir in die Richtung. Dann nehmen wir am besten die Leuchtbojen mit. Können wir vielleicht unseren Terror noch ein bisschen weiter in Grenzen halten. Mit 52 geht noch, aber ich tippe mal drauf, bis wir wieder in London zurück sind, stehen wir bei locker 80. Naja, bleibt nur noch zu hoffen, dass wir unseren Terror hier ein bisschen reduzieren können. Ich hoffe mal, wir können dieses Ereignis nachholen, was wir beim letzten Mal auch hatten. Das hat den Terror etwas reduziert und das wäre ja durchaus wünschenswert. Ansonsten, naja. Suchen wir ihn mal wieder. Okay, damit sind wir, glaube ich, beim letzten Mal gut gefahren. Versuchen wir es mal mit Meditieren. Schade. Aber trotzdem, wir haben 10 Terror verloren. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das hilft uns ein ganzes Stück weiter. So, von hier aus jetzt hoch zur Insel der Katzen. Dann werfe ich mal einen schnellen Blick auf den Timer. So 5 Minuten müssten es noch sein. Müsste aber, ja, passen. Ganz
Shadow Concert. Wir müssen wohl... Also zur reinen Sicherheit werde ich ein kleines bisschen Treibstoff dazu kaufen. Geldmäßig ist das nicht so das Problem. Nur fürs Wohlgefühl, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich, um den Terror niedrig zu halten. So. 200 Echo, 10 Kisten Pilzwein, 20 Vorräte. Geben wir ihr ein Crewmitglied. Nochmal 10 Vorräte. Ein Geschenk für Leopold machen wir natürlich auch. Und diesmal hoffen wir, dass es uns nicht in den Wahnsinn treibt. So, na, Treibstoff für 20. So sollten wir aber auf jeden Fall sicher durch die Gegend kommen. Gut, und da wir ja ein bisschen zu spät gestartet haben, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Gucken wir uns noch hier eben um. 10 Kisten Wein. Die verhökern wir mal direkt. Boah, bin ich dämlich. Ich hätte auch hier einkaufen können. Gut. Eine leere Kiste. Eher weniger. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.